Alhamdulillah, wir haben hier jemanden, der Bruder Rashid. Alhamdulillah, Allah hat ihn zum Licht des Islam geführt. Alhamdulillah. Bruder Rashid, am besten stell dich einfach mal vor, wie alt du bist, was du beruflich machst und seit wann du Muslim bist. Ja gut, also ich bin Muslim seit 22.02. dieses Jahres und bin 46 Jahre alt. Allahu Akbar! Und bin durch einen Zufall, und zwar war das letztes Jahr gewesen, im September hatte ich so einen Flyer im Briefkasten und zwar ging es da um den Israel- und Libanon-Krieg und das waren so zwei Seiten und da stand ganz unten so eine kleine Anmerkung, was Sie, wenn Sie wissen wollen, was Islam bedeutet, dann schauen Sie unter www.diewahrereligion.de. Das habe ich dann gemacht und habe dann beim Abu Hamza da mal reingehört und ich fand es sehr interessant. Und hast sehr, du mich gesehen? Ja, auch. Und fand es also sehr interessant und wollte immer mehr und immer mehr und jetzt kenne ich fast die ganzen Beiträge und ja, es ändert sich immer was, dank Ibrahim. Ist immer was am Verändern, immer neue Videos, immer was am Verbessern. Ist einfach eine super Internetseite. Und ja, irgendwie bin ich doch ganz froh, dass ich dann das Blatt hier da gekriegt habe von der Dame, wo handschriftlich dann das drauf stand. Also Alhamdulillah, da sieht man mit kleinen Effekten, wenn Allah jemand recht hat. Das ist nicht unser Verdienst, sondern Alhamdulillah. Aber das ist, Allah leitet die Menschen recht, aber du musst Gründe dafür schaffen. Alhamdulillah. Was war jetzt, du hast dir so die Videos angeguckt, was war denn so das Erste, was du dir angeguckt hast? Würde mich mal interessieren. Erste, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, und zwar hast du da beim Beitrag gesagt gehabt, dass also mit der Dreifaltigkeit oder wie auch immer, dass das irgendwie nicht stimmt und so. Ja, die Punkte aus der Bibel, die ich genannt habe. Ja, auch die Punkte von der Bibel, aber das mit dem Heiligen Geist und das Ganze drumherum. Und dann hat es auf einmal bei mir bim bam gemacht und dann habe ich gewusst, das ist die Wahrheit. Alhamdulillah. Manche Leute sagen, man darf diese Punkte nicht erwähnen, subhanallah. Wollte ich schon mal kurz gesagt haben, weil viele Leute, die sagen zum Beispiel zu mir, die haben gesagt, du beleidigst die Christen. Habe ich einen beleidigt heute? Wenn ich einige Punkte nenne, die dort drin stehen, ich habe gesagt, tadel nicht tadel das, was da drin steht. Subhanallah, da kann ich doch nichts für. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben, weil wenn man jemanden, weil das kommt direkt mit dazu, wenn man jemanden zum Islam wenn man jemanden Islam beibringen will, was ist das? La ilaha illallah. Man kann ehrlich miteinander reden. Ja. Wenn ich mit einem Christen rede, das heißt nicht, dass ich danach auseinandergehe und wir schlagen uns gegenseitig, sondern man kann miteinander diskutieren. Und viele Moscheen haben Angst davor, so etwas so offen über die Sache zu reden. Alhamdulillah, der Bruder ist jetzt der Beweis dafür, dass das der größte Schwachsinn ist, was die Leute erzählen. Rudenbach lässt grüßen, wo mich sehr viele Leute kritisiert haben, weil ich einige Punkte aus der Bibel genannt habe und der Pfarrer dann abgehauen ist aus der Halle. Subhanallah, kann ich ja nichts für, wenn der Pfarrer keine Antwort darauf weiß und ich die Fragen stelle. Alhamdulillah. Und dann, wie gesagt, du hast also das hat bei dir Klick gemacht und dann hast du dich weiter damit beschäftigt. Ja, genau. Ich habe dann in Mannheim mehrere Moscheen angeschrieben. Von denen habe ich zwar nie eine Antwort gekriegt. Alhamdulillah, voll kluge Vereine, habe ich schon immer gesagt. Ja, und das ist der Beweis. Das ist das, was ich sage. Moscheen angeschrieben, keine Antwort bekommen. Ja, und bin dann übers Internet zu Muslime Rhein-Neckar gekommen, habe dann über Muslime Rhein-Neckar einen Kontakt gekriegt. Zu dem Bruder Asim Mucha und er hat mir dann angeboten, sich mit mir zu treffen und haben dann uns getroffen und habe dann vereinbart, dass er einen Unterricht für mich organisiert und ja, jetzt ist das Ganze so langsam am Rollen und es geht vorwärts. Alhamdulillah. So, das ist wieder so eine Sache, die man sieht. Dieser Muslim wird immer von Einzelleuten verwaltet. Wie jetzt zum Beispiel der Bruder Asim Mujan. Mujan, ja. Alhamdulillah. Sagum noch Khairan. Wie gesagt, du hast halt diese Sachen, Islam hat für dich einfach Sinn ergeben. Und, ja, das ist auch interessant, ja. Alhamdulillah. Möge Allah dich festigen.
und dich ins Paradies führen. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Muss unbedingt nochmal umarmen. Ja. Alhamdulillah. Genau, wenn ich dir irgendwie helfen kann oder so, ne? Irgendwas für dich machen kann oder so, ruf uns einfach an, inshallah. Ne? Okay, danke. Wir sind immer für dich da, inshallah. Allahu Akbar!